Ja, herzlich willkommen auf Kanal Yoshu. Heute wieder mit einer Short- oder Hot-Folge. Heute habe ich mein älteres Metabook von 84 hier. Und es handelt sich um das Sin City wattierte Metabook von 84, wie gesagt. Es hat mir sehr gut gefallen damals, und da habe ich es gekauft. Jetzt habe ich es natürlich schon ewig lang in der Sammlung, und jetzt machen wir es aber auch mal auf und schauen es uns einmal an. Ne? So. Ist wieder in so einer Schube drin. Genau. Genau, ist halt dann wieder in so einer Schube drin. Hier. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen es uns gleich mal aus der Nähe an. Würde ich sagen, bis gleich. So, und dann haben wir uns das schöne wattierte Metabook hier hingelegt. Ich finde die wattierten immer so richtig cool. So, dann schauen wir uns erstmal die Daten an. Den Schuber. Genau, wie man es gewohnt ist. Don haben wir DDS HD Master 5.1. Da sind wir doch zufrieden. Jo. Genau. Ist auf jeden Fall auch wieder schöne Zeichnung. Gefällt mir riesig. Dann haben wir hier den Spine. Genau, und die Rückseite. Genau, und dann schauen wir es uns mal im Gesamten an. Ist durchgängig wunderbar. Ja, dann schauen wir mal nach innen. Den Film kenne ich natürlich, ist ein klasse Film. An den zweiten habe ich mich leider bis jetzt noch nicht so richtig herangetraut. So, dann haben wir hier die Disc Blu-ray. Und wie man es von 84 kennt, immer mit durchgestrichen, durchgezogen, oben Bild, unten Bild, oder besser gesagt oben Bild, unten Text oder umgekehrt. Genau. Muss ja da sagen, wenn ich einen Film gut finde, und dann gebe ich auch sehr gern viel Geld aus für einen Film in einer richtig schönen Edition, egal ob es 30 oder 40 Euro sind. Ja, aus der Reihe von 84, von den wattierenden Mediabooks, habe ich ja von Tarantinos Filmen schon mehrere. Waren immer klasse, kann man nie was sagen. Ah, da haben wir zwei Blu-rays, jawohl. Das ist der Recut, und was war das andere? Habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt. Kinofassung wahrscheinlich, genau. Jawohl, das hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen gehabt. Genau. Und dann haben wir hier ein durchgängiges Cover. Genau. So. Hier war der Recut drin. Ja, für mich absolut, wenn ich es bloß außen anschaue, Hammer. Also richtig geil. Richtig geil. Also für mich ist das eine 10er nochmal, ganz, ganz klar, das ist hot. Jo. Und dann zeige ich gleich noch was in der anderen Perspektive. Bis gleich. Und da sind wir zurück. Ja, ich bin einfach Fan der wattierten Mediabooks. Ist auf jeden Fall wieder ein schönes Mediabook gewesen. Dafür, dass ich es in der Sammlung habe. Ich habe ja von denen schon einige. Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie versteckt? Hier, Kill Bill, Pulp Fiction, Jackie Brown,
alles in so einem Wartieren. Da habe ich hier teilweise schon Schotter oder Hot hochgeladen davon. Und ja, das ist natürlich auch wieder klasse, wie gesagt. Da kann man nichts sagen. Top. Ja. Jo, dann hoffe ich, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Wie immer, schreibt mir bitte einen Kommentar, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Macht's gut, haut rein, servus.